Jo Leute, und damit moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wie ihr seht, das Truhenzimmer, oder das, was mal eines werden soll, das ist noch ziemlich leer. Also hier fehlt noch einiges an Truhen. Und um diese zu bauen, brauche ich auf jeden Fall noch einiges an Holz. Und da ich jetzt sowieso draußen bald mal eines der größeren Bauprojekte starten möchte, würde ich sagen, dass wir einfach mal hier ein bisschen den Wald roden. Ich habe mir, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, eine Diamantaxt irgendwann mal gebaut. Und das ist jetzt auch einer der neuen Teile, den ich jetzt hochlade. Das letzte Video, was gekommen ist, das ist auch schon, glaube ich, 5 Jahre alt, 5 Jahre nicht, 5 Monate alt gewesen. Oder vielleicht auch 4. Das habe ich noch auf der Festplatte gefunden. Aber jetzt kommen definitiv wieder neue Videos. Ich habe jetzt auch Minecraft auf die neueste Version gepatcht. Gleichzeitig natürlich auch die Welt. Also wir sind jetzt hier wieder aktuell unterwegs. Nichts Veraltetes mehr. Und hier geht es jetzt erstmal auf die Holzsuche. Und ich möchte natürlich dieses Truhenzimmer im Haus weiterbauen. Und eigentlich auch mal hier draußen ein schickes Häuschen bauen. Dass wir hier so ein kleines Dorf irgendwie mal zusammen hinbasteln. Ja, wie ihr seht, ich habe mir auch hier ein Texture Pack mal besorgt, weil ich irgendwie die normalen Texturen konnte ich irgendwie nicht mehr sehen. Da habe ich ja schon hunderte von Stunden mit verbracht. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Falls ihr andere Vorschläge habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare unten reinposten. Dann schaue ich mir die anderen Texturenpakete auch mal an. Da findet sich schon was. Aber so fürs Erste bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es ist mal einfach was anderes fürs Auge. Und wir haben hier auf jeden Fall einiges vor. Also hier muss definitiv ein bisschen die Höhe angepasst werden. Das heißt, ich brauche irgendwoher auf jeden Fall eine ganze Menge an Erde. Und dann muss ich in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal irgendwie auf die Suche nach einem Sumpfgebiet gehen. Denn ich brauche unbedingt Schleim. Ich brauche Sticky Pistons und ohne Sticky Pistons komme ich da einfach nicht hin, was ich bauen möchte. Ich möchte eine automatische Erntemaschine basteln. Ah, irgendwo sind die Skelette. Spinnen. Lasst uns in Ruhe. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Holz. Wie viel haben wir denn jetzt? Auf jeden Fall haben wir ein volles Inventar. So wie es ja irgendwie immer ist. Kann man ein bisschen Bruchstein hier wegschmeißen. Dann können wir uns auch mal die Hausseite von der anderen, Seite angucken. Also von der Rückseite mal auf unser Höhlenhaus schauen. Denn da können wir mit Sicherheit auch mal was zusammenbauen. Und ich bin auf jeden Fall am Überlegen. Das kommt ein bisschen auf die Resonanz der Leute an. Also ich werde das in den nächsten Videos immer wieder mal ankündigen. Und muss dann mal abwarten. Also wenn sich da so ein paar Leute finden, 5, 6, 7, das kann ja auch wachsen, bin ich am Überlegen, diese Welt hier auf einen dedizierten Server hochzuladen. Und den dann quasi über die Community laufen zu lassen. Dass dann hier jeder seinen Kram bauen kann. Und dann könnte ich halt auch in Ruhe meine Sachen weiterbauen und dann auch in den Videos hin wieder mal die Sachen vorstellen, die ihr so gebaut habt. Das könnte ich mir auf jeden Fall lustig und spannend vorstellen, dass man mal andere Sachen sieht. Jeder hat halt irgendwie andere Ideen im Kopf, wie er bauen möchte. Und das muss natürlich in gewissen Regeln und Rahmen laufen, aber da mein Kanal ja auch so klein ist, habe ich auch noch die Hoffnung, dass die Leute, die dort irgendwie mitspielen, auch hier nicht am Griefen sind und ja. Und selbst wenn, findet man da Mittel und Wege, das zu verhindern. Aber das nur mal angedacht. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, was ihr davon haltet. Und bis das soweit ist, werde ich hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen was bauen. Vielleicht auch so ein Willkommensort für alle, die auf den Server kommen. Ich meine, das ist hier noch alles ziemliche Einöde. Man sieht, hier wohnt jemand, aber mehr ist es auch noch nicht irgendwie. Okay, Inventar, ja, ist ziemlich voll. Gehen wir das mal ausleeren. Und dann kann ich schon mal die nächsten Kisten setzen. Und was ich auf jeden Fall auch noch machen wollte, ist einmal zu den Schafen. Mir einmal die Wolle dort besorgen.
So, das ist der gebrannte Stein. Ich muss ja auch erstmal wieder ein bisschen Überblick bekommen. Das ist einfach schon ein bisschen zu lange her gewesen, das letzte Mal. So, da haben wir den Bruchstein rein. Denn für unsere nächsten Bauprojekte brauchen wir mit Sicherheit einiges an Stein. Stein, Stein, Stein. Gut, da hätte ich den anderen gar nicht wegwerfen müssen, aber sei es drum. Und dann müssen die Öfen nochmal... Oh, 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 oh. Wie kommt der denn in mein Haus? Ich habe wahrscheinlich die Türen wieder offen gelassen. Moin, Herr Creeper. Da drin ist doch auch nicht schön. Nicht explodieren. Einfach mir folgen, bitte. Oh, oh, Mann. Das kann ich jetzt mal gerade gar nicht gebrauchen. Jetzt rächt sich jetzt wieder, dass ich keine Diamanten habe irgendwie. Jetzt hätte ich ein schönes Diamantschwert. Das wäre schon mal verzaubert, wenn ich ein... Oh Mann. Okay, das ging gerade nochmal gut. Aber hier ist doch gar kein Loch. Naja, gut, wir machen weiter. Hier sind, glaube ich, oder kommen gebrannte Steine mal in Zukunft rein, ne? Dann können wir die hier schon mal reinhauen. Dann werde ich hier die Bruchsteine, ne, warte mal, das sind Bruchsteine hier, glaube ich, ne? Ich muss mich noch ein bisschen an dieses Texture-Pack hier gewöhnen, aber das sollen, glaube ich, Bruchsteine werden. Dann kommen hier die Normalsteine rein. Ich kann mir das mal eben angucken. Ne? Übergebrannt. Gut, das haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Ja, ein bisschen ist gut. Fast gar nichts. So, wir haben geerntet eine Menge Birkenholz. Ja. Und diese ganze Menge ist auch schon fast wieder aufgebraucht. Ach ja. Ja, ihr seht, schon etwas länger nicht mehr gespielt, der gute Nordisch. Wir brauchen natürlich Bretter. Und da können wir auf jeden Fall einiges an Kisten herstellen. So. Natürlich soll die auch ins Inventar unten rein. Da nimmt das jetzt nämlich schon mal langsam Form an. Und ich habe endlich das, was ich schon immer brauche. Oder gebraucht habe, endlich Platz. Und das geht sogar nicht mehr auf. Ja, halb so wild. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und auch Holz. Perfekt. Ja, ich würde sagen, dann bauen wir, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 Kistenteile. Das kriegen wir auf jeden Fall mit unseren Holzreserven hier auch noch auf die Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Sehr schön. Ja, hier habe ich auch noch ein bisschen Gold. Hauen wir das erstmal in die Kiste rein. Eisenerz. Das ist auch gut, weil ich ja, ich weiß, ich rede da schon seit Ewigkeiten von, aber endlich mal eine kleine Minecart-Verbindung in die Mine runter. Oh, und ich habe sogar richtig gezählt. Wer hätte es gedacht? Dann brauchen wir auf jeden Fall bald Leder und dass wir hier ein paar mehr Rahmen reinbauen können. Und dann würde ich die ganzen Öfen auch gerne nach hier unten verlegen und dann zusätzlich die Minenverbindung von hier aus bauen. Dass wir vielleicht auch die Minen automatisch hier hochschicken können. Na, das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Konstruktion. Aber ich schätze mal, dass ich dafür noch eine ganze Menge mehr an... Es ist schon wieder Nacht. Eine ganze Menge mehr an... Ja, sag schon, Eisenerz brauche. Ja, und das hier, das muss auch mal alles gemacht werden. Das ist ja noch alles hier... Ja, wie soll ich sagen, ne?
noch nicht so, wie es mal aussehen soll später. Kohle hier in der Wand, also ich glaube, es geht los. Lassen wir erstmal ein Loch drin und gehen erstmal schlafen. Ach ja, uns fehlt es auch noch hier ein bisschen an Fenstern, beziehungsweise an Sand dafür. So, einmal hier rein, bitte. Uah. So, neuer Tag, neues Glück. So, was habe ich hier noch im Inventar liegen? Ja, ich werde das mal ein bisschen in die alten Kisten erstmal legen. Zumindest so Sachen wie den Redstone. So, Andesit, ja. Die Angel habe ich noch dabei, das ist auch in Ordnung. Und die Schere, ja, die Schere brauche ich jetzt. Und ich werde jetzt mal dazu übergehen, hier die Türen zu schließen. Nicht, dass hier wieder gleich so ein nerviger Creeper auf uns wartet. Da wollen wir mal gucken, wie es den Schafen so ergangen ist in der letzten Zeit. Die waren ja lange unbeaufsichtigt, die Guten, ne? Ja, du kleiner Zombie, lass uns mal in Ruhe. Und die brauchen auf jeden Fall mal was zu essen, glaube ich, dass sie sich mal vermehren hier. So, tschüss Zombie, du nervst. Ja, dann machen wir hier auch mal direkt weiter. Wir brauchen eine Eisenhacke. Dann können wir den Spaß ja mal ernten. Zumindest das, was schon da ist. Ja, und ich weiß, ich habe hier super ineffizient gebaut. Hat mir auch der eine oder andere von euch schon mal gesagt, aber ja, so ist das halt. So, können wir hier mal was anpflanzen. Warum habe ich da jetzt nur Weizenkörner rausgekriegt? Habe ich irgendwie das verbummelt, glaube ich, ne? Oh, ist das noch gar nicht ausgewachsen? Müsste doch eigentlich. Naja, werden wir mal gucken. Das Ganze im Auge behalten. Gut, Weizen, Weizen. Haben wir hier noch was drin? Eine leere Truhe. Mit den leeren Truhen kenne ich mich ja neuerdings scheinbar aus. Und die haben sogar schon wieder ein bisschen Wolle für mich. Ja. Ich lege meine Sachen, die ich brauche, irgendwie immer aus der Hand. Und sie haben Nachwuchs gekriegt. Sehr, sehr schön. Ja, da muss ich wohl mal zu euch reinkommen. Ich hau hier jetzt nicht ab. Einmal die Wolle her, bitte. Ja, guck mich nicht so an. Ich krieg jetzt nichts. Lass mich mal schnell hier wieder raus. Das war schon mal cool. Haben wir schon mal ein neues Schaf. Ja, Sand wäre eine Maßnahme, ne? Daran fehlt es ja so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier hinten irgendwo uns um... Boah, erstmal was Happa-Happa machen hier. Ob wir hinten irgendwo mal ein bisschen Sandreserven hatten. Ja, hier könnten wir mal ein bisschen was abbauen. Habe ich, glaube ich, auch schon den... Ja, sieht man ja, hier steht eine Fackel. Irgendwann war ich hier auf jeden Fall mal. Sand musste schon dran glauben. Habe ich denn auch sowas Tolles wie eine Schaufel? Ist das denn noch Sand? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Sandstein abbaue. Bevor wir hier nicht mehr Luft holen können und hier Edel nicht verrecken unten. Ja, da kann ich wenigstens schon mal ein paar Fensterscheiben brennen.
Und dann muss ich mir mal einen strikten Plan. Ach, eben davon gesprochen und schon wieder vergessen. Einen Plan machen, dass ich mal ein bisschen vorankomme. Weil ich renne mal dahin, in die Ecke, hier mal ein paar Bäume abhauen. Aber wir brauchen erstmal was, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Aber Sand zu haben ist schon mal nicht verkehrt. Und vielleicht bauen wir einfach am Tonzimmer weiter. Um dann anschließend auch die Minecart-Verbindung nach unten zu bauen. In die Mine. Kurze Wege sind das Stichwort. Schön schnell vorankommen. Mal Luft holen. Ja, und das soll es auch erstmal sein. Hier, was haben wir jetzt auf der Hand? Ja, 56, dann machen wir den Stack nochmal voll. So, das soll es jetzt wohl auch gewesen sein. 64 plus 5. Machen wir es auf dem Weg nach Hause. Ja, hier können wir zum Beispiel auch eine gute Verbindung bauen für den Zug. Ich meine, das sind alles Wege, die man sich sparen könnte. Keine Halbsteine mehr dabei, schade. Dann decken wir das mal anders ab. So und so. Ja, das trifft sich ja wunderbar, liebe Schafe, dass wir wieder hier bei euch sind. Da können wir ja glatt mal ein bisschen Wolle abholen. Ja, kommen wir hier in die Ecke. Los, los. Und das Gatter schleift hier zu. Ach, hier ist so eine unsere andere Hütte. Den Weg kann ich eigentlich auch mal breiter machen. Der ist ja schon noch ein bisschen schmal, ne? Ja. Wie gesagt, wir werden uns erstmal hier um das Glas kümmern. Ja, automatische Tür. Also ist noch einiges zu erledigen. Gut, die Steine kommen raus. Dann können wir den Sand reinfeuern. Ja, können wir auch mal die Erze wieder einschmelzen. Ach, hier ist noch Stein drin. Kann die Kohle wieder auffüllen. Nicht, dass die leer laufen, die guten Öfen. Sehr schön. Dann können wir den Rest Eisen erst noch einschmelzen lassen. Gefällt mir gut. Und ich würde sagen, das reicht dann auch wieder für diese Folge. Also, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von meiner Idee haltet. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss.